Willkommen Leute, wieder zu einem neuen Karrieremodus Experiment. Letztens haben wir versucht, mit der Nationalmannschaft der DDR die Weltmeisterschaft zu holen. Heute haben wir mal dasselbe gemacht, aber nicht mit Nationalmannschaften, sondern mit Teams. Wir hatten letztens ein Video gemacht, wie würde eine Liga aussehen nur mit Teams aus NRW. Heute schauen wir, wie würde eine Liga aussehen nur mit Teams aus Ostdeutschland, also aus der DDR. Damit die Leute jetzt sich rumheulen, die nicht im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst haben und jetzt sagen, hä, was ist mit Hertha BSC? Wo ist RB Leipzig? Hertha BSC spielte nicht in der DDR, sondern sie spielten normal in der Bundesliga und gehören zu West-Berlin, also Westdeutschland. RB Leipzig wurde zu der Zeit noch nicht gegründet und höchstwahrscheinlich hätte der Verein gar nicht existiert, würde die DDR heute noch geben. So, hier schauen wir mal an. Dabei sind Union Berlin, Hallescher FC, Dynamo Dresden, FSV Zwickau, Erzgebirge Aue, 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock. Was glaubt ihr, wer wird das Ding holen? Höchstwahrscheinlich denke ich, dass es Union Berlin machen wird. Die Mannschaft, die ich genommen habe, ist FSV Zwickau. Die ist die von Rating her schlechtere Mannschaft. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe einfach die schlechteste genommen, weil da die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ja gering ist. Wir werden hier eigentlich nichts machen. Wir werden, Transfers kann man hier im Turnier nicht machen. Aber wir werden jetzt hier keine Spiele spielen. Aber was glaubt ihr, wo ist die Tabelle? Wie steht ihr? Ich denke, Zwickau wird letzter werden. Erster wird Union Berlin. Dann Aue, Dynamo und dann vielleicht Hansa Rostock. So, ja, könnte ein interessantes Duell werden und wir sehen uns mal gleich wieder. So, das erste Spiel, Dynamo gegen FSV Zwickau. Machen wir mal kurz eine Schnellsimulation. Zwickau gewinnt das sogar, 1:2. So, jetzt schauen wir mal auf die anderen Ergebnisse. Schauen wir schon mal hier auf Tabelle. Schon der Zweitspielte, achso, einige haben schon gespielt. So, schauen wir mal an. 1:1 Union Halle. Oder Aue hat gewonnen. 1:3 gegen Magdeburg. Magdeburg ist aktuell letzter. Und wir gewinnen sogar überraschend gegen Dynamo Dresden. So, wir sind ja im Halbjahr angekommen. Alle Spiele sind gespielt. Bis auf Dynamo muss noch spielen. Aber weil der Terminplan hier ein bisschen komisch ist, wegen nur 7 Mannschaften im Team, deswegen muss immer eine Mannschaft immer pausieren an einem Spieltag. Aber ja. Schau mal an, ganz überraschend, Zwickau, 2. Platz, krass. 1. ist Union Berlin, habe ich eigentlich erwartet. 0 Niederlagen, 2 Unentschieden. Dann 3. Hansa Rostock, 4. Dynamo Dresden, 5. Hallescher FC, ganz enttäuschend Erzgebirge Aue. Sie wurden 6. Ich habe sie eigentlich sehr weit oben eingeschätzt oder etwas höher eingeschätzt. Und 7. ist der 1. FC Magdeburg. Ich hätte erwartet, dass Zwickau ganz weit unten ist und das Aue da ist, wo jetzt Zwickau ist. Aber ja, schauen wir mal an. Simulieren wir mal bis zum Saisonende. So, wir sind am Ende der Saison angekommen. Karius holt sich den Spieler des Monatspreis. Okay. Schauen wir mal an. Tabelle. 7. Platz. 1. FC Magdeburg. 6. Platz. Hansa Rostock. 5. Platz. Hallescher FC. 4. Platz. FSV Zwickau. 3. Platz. Erzgebirge Aue. 2. Platz. Dynamo Dresden. Und ohne Niederlage diese Saison. 1. FC Union Berlin. Schauen wir mal in den Top-Torschützen in der DDR-Liga. 1. ist mit 5 Toren Gurgia. 1. FC Union. Torvorlagen. Erst 1. Heusnier von SG Dynamo Dresden. 3 Vorlagen in 10 Spiele. Ohne Gegentor blieb am meisten Karius. Sehr unrealistisch, das Game. 1. ist hier mit gelbe Karten auch Ex-Wolfsburger Robin Knoche. Und rote Karten Max Kruse 1, Koglin 1, von Zwickau Frick 1 und Bülter auch 1. Also, ja, was soll ich hier sagen? Alle 1 und ja, das waren alle Statistiken. Ja, das war's jetzt alles. Danke, dass ihr dabei wart. Schaut meine anderen Videos. Ich habe einmal eins dazu gemacht zu der NRW-Liga. Wie würde eine Liga aussehen? Nur mit Teams aus NRW. Und wie würde die Nationalmannschaft von der DDR heute aussehen? Ja, das war's mit dem Video. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ja, bis zum nächsten Mal und...